Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu WF Gaming. Solenter hier mit einer weiteren Folge von Star Wars Dark Forces, dem Remaster. Mission Nummer 7. Wir müssen, ich habe mir das hier gerade offscreen schon mal ein bisschen gelesen. Ja, wir müssen einen Peilsender an einem Schmugglerschiff befestigen, um dann letztendlich irgendwann zu dieser Fabrik zu kommen, wo die Dark Trooper hergestellt werden, um die zu zerstören. Wir sind jetzt hier in so einem wunderschönen neuen Terrain. Ich habe das jetzt mal auf leicht gelassen, weil ich in den letzten Folgen doch zu. Der gar keine Muni. Perfekt. Weil ich in den letzten Folgen doch zu oft gestorben bin und mich das wütend gemacht hat. Und ich möchte nicht wütend sein während einer Aufnahme. Jedenfalls nicht während Dark Forces. In Battlefront ist das okay, aber nicht hier. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Hier vorne war noch ein Weg, oder war das hier eine Sackgasse? Oh! Keine Sackgasse. Oder vielleicht doch, aber halt noch. Okay. Ja. Okay, war doch eine Sackgasse. Interessant. Okay, dann gehen wir hier vorne weiter. Ups. Hier. Zack. Hinten. Okay, was ist das? Ah, ja. Weg mit dem. Ach, der steht hier auch schon wieder rum wie so ein größer NPC. Das hier sind einfach nur Dinger, ne? Was ist das? Okay. ja, Dankeschön. Ich würde erstmal das hier ganz gerne. Aber wie ich sehe, sehen sie nichts. Also wieder runter. Was bringt der Schalter? Wer ist denn du, Alter? Ist das eine Gamorreaner-Garde? Geil, Alter, der blockt sogar meine Schüsse. Friss das. Oh, aber der hier ist schon tot. Den habe ich nicht gekillt. Wir sind nicht alleine, würde ich mal sagen. Was bringt das Ding? Geht's wieder zu? Interesting. Ich hoffe, das war kein Fehler, das hinter mir nochmal zuzumachen. Was bist du denn für einer, Alter? Affe. Energiezellen, nehmen wir. Kann ich die? Was testen. Das wollte ich wissen. Die explosiv sind. Okay. Gelber Schlüssel. Kann ich mit dem hier irgendwas machen? Nö. Okay, gelber Schlüssel. Wofür brauchen wir den? Danger. Biotest. Digga, ist das sass. Was ist das? Was ist das? Aber also jetzt mal ganz blöd gefragt, ne? Meint ihr? Doch, tatsächlich! Ich wusste doch, man kann die bestimmt kaputt schießen. Wie viel Munition habe ich denn für diese Waffe? Welche ist das denn jetzt? Die hier, ne? Ja, 7 Stück, dann werfe ich lieber eine Granate da. Ja. Okay. Gehen wir da mal wieder weg. Und jetzt? Oder war das doch damit irgendwie verbunden? Also ich habe mir jetzt vielleicht ein bisschen ein Eigentor geschossen, dass ich das zugeschossen habe, oder? Mit dem Ding. Aber wenn ich mir jetzt die Minimap angucke, gelb sind ja immer Türen. Da ist natürlich gelb. Weil theoretisch wäre. Nee, scheiße, das ist das Einzige, was gelb ist. Digga, ich glaube, ich hätte das nicht zuschießen dürfen, oder? Aber als ob. Als ob das der einzige Weg jetzt war. Also Bruder, ich will jetzt nicht direkt das Level neu starten. Das wäre ein absoluter Trümmerbruch. Es kann nicht sein, oder? Warte mal. Okay. Guck mal, der Hebel. Perfekt. Okay. Gott sei Dank, Alter, bin ich so schlau und hab den Hebel noch im Kopf gehabt. Ist das gottlos, Alter. Wenn irgendjemand wüsste, ey. Okay, aber es bedeutet doch einfach nur, wir schießen den mal nochmal zu. Geht das auch nach unten zu? Also so nach komplett nach unten? War das so? Wenn ich jetzt den drücke, das ist. Nee, das geht immer nur nach oben, weil meine Überlegung wäre gewesen. Aua! Digga, wirft er mich mit dem Detonator ab, der Hund. Meine Überlegung wäre gewesen, aber das geht nicht nach unten, ne? Sonst hätte man da drauf gekonnt. Nee, aber das kann nicht die Lösung sein. Aber wie kommen wir denn hier nach oben? Wir müssen ja safe irgendwie nach da oben gehen.
Gute Frage. Ich meine, ich kann ja hier sonst nichts Großartiges machen. Was ist das für ein Sasa-Deklarierung? Oder kann ich die hier irgendwie verschieben? So, keine Ahnung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht wie, oder? Na doch, hier hinten irgendwie was mitmachen? Die Kisten? Ich glaube, das wüsste ich. Bin gerade ein bisschen überfragt schon wieder direkt, sage ich euch ehrlich. Also mit dem Hebel kann ich ja nur das, oh, ich muss kurz mich kratzen. Mit dem Hebel kann ich ja nur, das Tor öffnen. Ja, ich weiß nicht. Oh, das war ein Aufzug. Hä? Digga. Okay. Interesting. Digga, was eine Bastardmine. Digga, ich habe so viel Damage kassiert, ne? Es ist schon wieder... Ach. Okay, ich verstehe. Das verstehe sogar ich. Ja. Aber es ist, als ob man das als Aufzug identifiziert. Also, das kannst du doch nur sehen, wenn du hier auf die Map guckst und das halt gelb siehst. Sonst, woher willst du wissen, dass es ein Aufzug ist? Okay, jetzt sind wir lotrieben. Kann ich hier irgendwie... Nee? Hat mir das jetzt Damage gemacht, Digga? Die Detonatoren, die sind mehr... ne? Miss als Hit, sage ich euch ganz ehrlich. Digga, da liegt schon wieder einer. Ich sag's dir, wir sind hier nicht alleine. Ich rieche einen Bossfight, Alter. Da gehen wir gleich, würde ich sagen, rein. Ich würde hier gerne einmal runtergehen. Aber ich habe Angst, wenn ich jetzt hier runtergehe, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Ich würde gerne die Leben da einsammeln. Deswegen gehe ich jetzt hier runter. Aha, da geht's dann. Hallo? Okay. Da geht's dann auch gleich wieder hoch. Ich mal an. Sonst. Oh! Cool. Digga, er wirft mir direkt einen Thermaldetonator in die Fresse. Hallo! Okay. Ich wollte nicht. Ich wollte mich nicht im Kampf drücken. Sind die beide tot? Ich habe keine. Hallo? Digga, musst du das immer alles abblocken? Ich hab keinen Bock, mit Detonatoren zu kämpfen. Die machen mir auch Schaden. So. Ich habe echt wenig Munition. Das ist gar nicht mal so geil. Komme ich hier irgendwie hin? So. Ich weiß gar nicht. Soll ich jetzt hier weitergehen oder da oben? Ich würde einmal sagen, yalla, yalla. Und dann gehen wir mal hier weiter. Aha. Kann sein, dass der Epic war, der Hebel. Kann ich nichts drücken. Das ist kein Aufzug. Ich drücke. Okay. Ich frage... Was ist das denn? Was ist das? Ist das eine Alarmanlage? Was ist das? Ich frage mich... Kann ich die Kiste hier... So. Weil die braunen Kisten kann man kaputt machen, oder? Ich teste das jetzt. Okay, never mind. Okay. Ich habe Angst, dass jetzt hier irgendwie Alarm geschlagen wird. Ich gehe jetzt hier einfach durch. Oh mein Gott! Was ein Bastard, Alter. Ja, wahrscheinlich campt er auch hier in der Ecke, ne? Digga. So, den Hebel. Was hat der Hebel gebracht? Er hat das hier geöffnet. Hier oben zu sein bringt gar nichts. Hier ist ein Hebel. Der hat jetzt das geöffnet. Können wir hier hoch? Digga, ist das, also das ist an Sasshaftigkeit nicht zu übertreffen. Ja, wahrscheinlich steht hier einer, Digga. Also, was hast du denn für einen armseligen Wachdienst? Digga, was bewacht der denn hier? Steht meilenweit keiner und dann steht da ein so... Ja, Mann, Alter. So. Habe ich hier ein bisschen moniert bekommen. Dankeschön. Digga, Alter. Was stimmt denn nicht mit dir? Bin ich jetzt genau? Boah, ist die Map verwirrend, Alter. Guckt euch das mal an. Gehen wir. Oh mein Gott, Digga, du Hund. Du kleiner Elend. Junge! Meine Leben. Zack. Ah, blöd, wenn ich zuerst schieße. Oh, keine Muni mehr. Nein, das will ich doch machen. Digga, er wirft aber auch gut, ne? Wo ist er?
Ist er tot? Habe ich den getroffen? Scheint. Okay, das hier ist Aufzug, nehme ich, oder? Nee? Okay, check ich nicht. Manchmal ist das einer, manchmal nicht. Interesting. Oh, die nehmen wir gerne. Das wollte ich gar nicht. Aber wenn wir schon hier sind... Mein Gott, ich mach mir... Ich töte mich selber wieder damit. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Was ist denn eine Mortargranate? Ach so, das ist... Okay, ich check's. Das ist der Kanal. Aber ich will gerne mit den... Ich kann das nicht da hochwerfen. Ne? Dann muss ich wohl erstmal an dem vorbeisprinten. So. Und dann auf Distanz. Ja, wie viel Leben auf... Okay. Jetzt muss ich hier diesen Sprung schaffen, oder was? Okay. Nach ganz oben. Ich wollte eigentlich ja geradeaus weitergehen. Digga, das sieht aus wie eine Tente hier, ne? Wieder keine Muni. Da vielleicht kriege ich jetzt Muni. Bisschen. Naja, es sieht wirklich aus wie eine Tente. Alter, soll ich mal einen Rogue One Vader Moment machen? Okay, ist hier irgendwas? Ich nehme an, dass man eigentlich in die andere Richtung gehen soll, aber kann ja sein, dass hier irgendwie ein extra Leben oder so ist. Alter, was ist das für ein Frachtraum, Digga. Das ist, Digga! Ich bin gestorben. Oh mein Gott. Da lag eine Mine, oder was? Ist das bodenlos? Ich hab's nicht gesehen. Kann gerne jemand ein Replay von machen, Alter. Ich hab's nicht gesehen. Also muss ich hier wieder ein bisschen langsamer durchgehen, oder was? Was ist denn das hier? Also meint ihr, man kann hier einfach so ein paar Kisten sprengen und ein paar halt nicht? Ja, dann würde ich jetzt einfach mal gleich versuchen, mit ein paar Detonatoren hier diese braunen einfach mal abzuwerfen. Weil safe kannst du hier ein paar von sprengen. Was ist das? Ein paar Granaten. Weil du würdest hier ja auch nicht diesen Granatenwerfer kriegen, wenn du hier nichts mitmachen kannst. Safe, oder? Geht das hier auf? Nö. Aber das geht irgendwann auf. Ach, das kann sein, dass das der Rückweg vielleicht ist später nochmal, wenn die Mission zu Ende ist. Huh? Ich entdecke irgendwie immer den Rückweg zuerst. Keine Ahnung, soll ich hier mal probieren? Oder meint ihr, das mit den Boxen, das bringt nichts? Ich teste das jetzt. Ich glaube, vielleicht geht das auch einfach nicht bei allen. Aber warum ist dann da oben... Da sind sogar Leben. Wie soll man denn da drankommen? Als Normalsterblicher. Aber die nehmen wir uns mit. Hab ich auch auf dem Weg schon gesehen. Da ist sonst nichts. Ja gut, dann gehen wir geradeaus weiter. Mit unserem E11. Ich habe so Angst, dass ich hier wieder in so eine Scheißmine reinlaufe. Alter, was ist der? Die Waffenkammer gefunden, oder was? Geil. Okay, weiter. Digga, der fuckt schon ab, oder? Findet ihr auch. Ich meinte eigentlich den Maustrick. Es gab mal einen Erfolg, den zu killen, ne? Ich sag's nur. Digga. Stimmt nicht mit euch. Gehen wir zuerst geradeaus oder zuerst links? Ja, zuerst links. Oder ist das auch wieder nur ein Rückweg? Kann man da... Sass! Okay, da gehen wir gleich lang. Ich will erst hier die Munition. Hier kann man nichts machen. Aber das hier ist sass. Wo bin ich hier? Was ist das? 5 Minen. Okay, war einfach nur so ein Geheimraum oder was. Kann ich mal kurz gucken? Geheimräume? 14%. Dick. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter. Hallo? Digga, diese Wege. Ja, ich verletze gerne imperiale Gesetze, ist kein Problem. Da gehen wir gleich lang. Oder wir gehen zuerst hier lang. Okay, hier nochmal. Oder sollen wir zuerst geradeaus? Ich gehe zuerst mal geradeaus. Oh, Digga, pinkeln die?
Thumbnail für dieses Video. Ist das krass? Digga, die pinkeln die einfach. Digga, das Pissoir auf. Das Pissoir auf beim Imperium oder was? Geil, Alter. Roter Schlüssel fehlt, okay. Aber wir haben bei Ausrüstung. Wie wechsle ich hier nochmal? So. Ausrüstung, wir haben einen gelben Schlüssel, okay. Aber wir brauchen hier, wir brauchen mal einen roten. Okay. Merken wir uns. Das ist ja geil gewesen, Alter. Gehen wir hier runter. Hallo, was macht ihr denn hier, Freunde? Was ist denn? Digga! Da will ich rein. Da ist ein extra Leben. Da, für die Rebellion. Mal gucken, ob ich hier gleich irgendwie... Hallo! Stell ich mich rein. Da. Dann drücke ich jetzt extra nicht den Knopf zuerst. Roter Schlüssel. Ich habe es diesmal gesehen. Ja? Nicht so wie Kritik aus der einen Folge, was hier... Oder muss ich das jetzt schießen? Nee, das nur für da. Komme ich hier nicht rein? Ernsthaft nicht? Nicht mal mit Anlauf? Das ist schon sass. Wieso komme ich hier denn nicht hoch? Dann habe ich das extra mal gesehen, Alter. Und dann schafft man diesen Kacksprung nicht, oder was? Der rote Knopf, der bringt ja nur, dass sich hier dieses Ding öffnet. Na gut, dann scheißen wir auf das extra Leben, wenn wir hier noch zwei. Aber das hätte ich schon gerne mitgenommen. Aber eigentlich ist es jetzt dumm, hier geradeaus weiterzugehen. Weil wenn wir den roten Schlüssel jetzt haben, sollten wir zuerst das rote Tor öffnen, oder? Machen wir mal. Digga, den habe ich gar nicht gesehen. Digga! Musste das sein hier. Direkt nehme ich mir deine Schildeinheiten, du. Dann gehen wir zuerst den roten Knopf öffnen. Wo war das denn nochmal jetzt? Scheiße. Wo war das denn mit dem roten? Nein. Nein. Ich will mich nicht verlaufen. Das war doch nicht so weit hinten, oder? Das war schon hier irgendwie. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Nee, von da kam man gerade. Das macht gar keinen Sinn. Da war das Pissoir. Hier, das war die Tür. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, da direkt weiterzugehen und nicht da unten erst weiterzugehen. Aber wir werden es... Alter! Junge! Was ein Hund? Was ein Camper, Alter! Oh. Was haben die sich gedacht? Ach, Digga, das musste nicht sein, Dreckstür. Hier noch was? Ah! Okay. Dankeschön für die Energieeinheiten. It's much appreciated. Da runter könnte ich bestimmt springen, aber da muss ich wieder den Weg zurückgehen. Habe ich keine Lust drauf. Aber das hier sieht schon hardcore nach irgendwie Kommandozentrale aus. Also so nach... Kann ich die nicht einsammeln? Ach, ich habe zu viele, oder was? Maximal 50 kannst du mitnehmen. Na gut, dann muss ich mal die öfter mal werfen, ne? Blauer Schlüssel, okay. Aber es kann schon sein, dass wir das gut gemacht haben. Dass wir jetzt diesen Weg hier, diesen anderen nehmen müssen. Da, wo ich eben nicht weitergegangen bin. Das mache ich mal jetzt. Jetzt erstmal hier. Das da war einfach nur eine Abkürzung, was? Ach, Digga, also dieser Weg, der war ja so... Oh, ich hatte kurz Angst. Ich dachte, ich kam. Ja. Hallo? Warum warst du eben noch nicht? Da war der eben. Okay. Also, Orientierung. Wir sind dann jetzt hier rausgegangen. Das war die rote Tür. Und das war das Pissoir. Und hier, genau. Hier gehen wir dann jetzt weiter. Genau hier. So, jetzt sind wir immer noch. Ich möchte das haben, Alter. Aber hier, ich sag's nochmal. Da tut sich nichts. Da tut sich nur das hier. Da
Also keine Ahnung, wie man da drankommen soll. Das stört mich auch. Das sind so diese Kleinigkeiten im Leben, die einen einfach stören. Keine Ahnung, wie das machen soll. So, gehen wir jetzt hier weiter. Was bringt der Knopf? Hallo, es ist so dick an. Leid. Okay. Oh mein Gott, was war... Jetzt habe ich wieder keine Muni mehr auf den... 5 Minen. Okay. Ich habe mal die Detonatoren wieder ausgerüstet, damit ich da auch mal ein paar von verwerfe, damit meine Muni nicht immer leer ist. Den Sprung soll man schaffen, oder muss ich das Ziel wieder dafür abschießen? Ich glaube, den soll man schaffen, den Sprung, oder? Probier das jetzt. Okay. Das war wie so in Minecraft, wenn man diesen Hiesen macht. Kennt ihr den? Geil, Alter. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Das bringt mir aber jetzt gar nichts, oder bin ich jetzt blöd? Also, ich kann ja hier nicht... Nee. Auch geduckt komme ich da nicht durch. Aber es... Was hat mir das jetzt gebracht? Es bringt nur den Aufzug. Ja, ich kann mir aber nicht vorstellen... Warte mal, was sagt denn die Minimap? Aber laut Minimap wäre das hier schon eine Sackgasse, oder? War denn irgendwo... Also ihr müsst ja überlegen, wir haben den roten Schlüssel, die rote Tür haben wir geöffnet. Gelb und blau haben wir, glaube ich, noch gar nicht geöffnet. Vielleicht müssen wir auch so weit zurückgehen, wo irgendwo eine verschlossene Tür ist, die ich noch nicht gesehen habe. Aber hier bin ich, guck mal, da liegt auch eine Leiche. Hier, also hier brauche ich gar nicht lang durchgehen, weil da war ich eh schon drin in diesem Gang. Und laut Minimap ist ja hier eine Sackgasse, weil da geht es ja nur darum. Das heißt, eigentlich müsste ich hier komplett zurück, oder? Ich glaube eigentlich schon, weil... Digga. Ich bin kein Sturmtrupp, ne? Weil hier dürfte eigentlich nur der Weg nach da sein. Ja. Hier ist sonst nichts, ne? Hier ist nur das und dann ist hier wieder dieser Sprung, sonst ist hier nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach zurückgehen muss. Jedenfalls so weit zurück, bis ich da irgendwas nochmal... Kann ich die noch einsammeln? Schön. Digga, imagine, man hat keine Schüsse mehr, dann kann man diese Dinger gar nicht mehr betätigen. Aber wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo eine Tür haben, die noch versperrt ist. Ich würde mal sagen, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt... ich versuche die Map so ein bisschen so zu scannen, wo ich lang gehen könnte, wo noch eine Tür ist, die vielleicht verschlossen ist. Das Einzige, was doch hier noch verschlossen war, das hier war die Waffenkammer, ne? Ja, war das drin. Ich lasse die Map mal kurz offen. Da kamen wir her, ne? Aber ich bin mir ziemlich... Also, da hinten haben wir aber auch noch nicht erkundet, ne? Wir sind hier ja direkt hochgegangen. Also, wir sind zuerst hier in diesen Lagerraum gegangen. Danach hier hinten hin. Aber hier unten sind wir eigentlich gar nicht so richtig lang gegangen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter. Sei denn... Ich finde jetzt hier noch irgendwas anderes. Aber ich würde es jetzt einfach mal beschwören. Wir können ja jederzeit wieder hoch. Hier geradeaus, da meine ich, da sind wir noch nicht lang gegangen. Wisst ihr noch, da habe ich gesagt, lass mal hier hochgehen und dann ist der Aufzug da nach oben gefahren. Ja, von da kamen wir ganz am Anfang. Ich würde das jetzt einfach mal so machen. Das heißt, hier lang, hier war die Gaumorianergarde, genau die hier. Dann haben wir diesen Sprung hier gemacht. Und dann müsste ich jetzt hier... Jetzt habe ich den natürlich verkackt. Okay, aber ich glaube, das ist mal ein Ansatz fürs Erste. Weil sonst hätte ich jetzt per se aus dem Kopf keine Ahnung, wo man sonst jetzt hier noch lang gehen sollte. So. Genau, dann hier lang. Ah, das bringt gar nichts, oder? Wobei, dahin könnte es weitergehen. Alter, das war so knapp. Hier waren wir noch nicht. Digga, hier ist, oh mein Gott, hier ist einfach nichts, Digga. Au. Okay, das, bringt uns nicht ganz weiter, bin ich ehrlich. Oder sollen wir erstmal... Also unser Missionsziel ist ja... Bring den Peilsender am Heck des Schmugglerschiffs an, ne?
Ist die Frage, wo ist das Schmugglerschiff? Ist das eher in Richtung Anfang oder ist das eher in Richtung Ende? Also klar, ich kann jetzt noch mal hinten in diese Räume gehen, ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe da jetzt noch mal hin und gehe da jetzt erstmal alles überprüfen, aber also ich bin mir unsicher, sage ich euch, wie es ist. Ich weiß auch nicht, ob das hier jetzt, ob ich das irgendwie rauscutten werde, wie ich jetzt nach einer Lösung suche. Das mache ich eigentlich ganz gerne, aber ich jetzt auch nichts verfälschen. Da ist das Ende von dem anderen. Da standen wir eben, wo ich gesagt habe, hier geht's gar nicht mehr weiter. Da haben wir eben auf diese drei Türen hier geblickt. Also ich gehe jetzt noch mal lang. Aber ich glaube fast, ich weiß nicht. Ja, genau, hier war das. Ich glaube fast, hier ist sonst nichts mehr. Hier war ja auch nur die Leben da. Da sind wir eben runtergegangen. Hier war das Pissoir und hier war die rote Tür. Und hier ging es da hinten auch nicht mehr weiter, ne? Genau, da standen wir eben. Da sind wir, wenn wir die Tür runtergegangen sind. Da sind wir, diesen Sprung haben wir hier hingemacht. Und haben hier auf diesen Gang geguckt, wo ich noch gesagt habe, hier liegen Leute. Also bin ich hier durchgegangen. Gehen wir hier einfach mal weiter. Genau, hier unten durch sind wir auch gegangen. Da kamen wir hier durch diese Wand hier nochmal hoch. Das heißt, darunter. Das heißt, hier runter ist kein. Das ist keine Option, weil, wie gesagt, also hier kamen wir nur den Weg hoch von hier unten, als wir hier runtergesprungen sind. Das bringt nichts. Hier ist diese komische Kommandozentrale. Also das Missionsziel ist, einen Peilsender anbringen. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich das deuten soll. Soll ich das deuten, wir befinden uns gerade in diesem Schiff und sollen den hier irgendwo anbringen? Oder finden wir noch ein Schiff, wo wir das anbringen sollen? Ist da, wie ich das meine? Weil, also hier geht's definitiv nicht weiter. Das hier ist quasi die Kommandobrücke, wenn man das so möchte. Und ich kann hier auch, also ich kann hier versuchen zu interagieren oder hier einen Hebel suchen, aber hier ist nichts. Also, bin ein bisschen überfragt, ehrlich. Weil das Missionsziel ist halt auch ein bisschen fragwürdig, weil das Schmugglerschiff am Heck des Schmugglerschiffs, das klingt ja so, als würde das Schmugglerschiff hier irgendwo auf der Map stehen und wir müssen es halt finden und dann anbringen. Aber dann frage ich mich, wieso gibt es dann hier diesen Raum? Das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ach, Digga, ich gehe immer wieder in dieses Pissoir, Digga. Ich würde mir immer gerne nochmal den Lagerraum hinten angucken. Aber ich glaube, der war auch in der Sackgasse einfach nur, oder? Wenn ich das richtig im Sinn habe. Ich gucke hier auch mal nicht. Ich lasse mal die Map offen, nicht, dass hier doch irgendwo noch eine Tür ist. Aber hier im Lagerraum hinten. Ihr seht das ja auch. Da ist auch nirgendwo. Ja, doch das hier, ne? Das ist das Einzige, wo wir noch nicht durch können. Ist das hier vielleicht der blaue Schlüssel? Oh mein Gott. Okay, aber ich glaube, also ich habe ja jetzt keine Zeit verschwendet, weil die Schlüssel hätten wir so oder so gebraucht, den blauen und den gelben. Ist halt nur die Frage, wofür, also wo wir den noch einsetzen, den blauen und den gelben Schlüssel. Ich habe Angst, dass hier eine Mine nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Ne? Hoffen wir mal, dass das die Lösung war, die uns gefehlt hat. Ich wäre blöd. Kann man das hier öffnen? Kann man. Geh ich gleich lang. Hier ist sonst nichts mehr. Nee. Ups. Oh Gott. Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Da irgendwas drin ist noch. Jetzt habe ich mir wieder selber. Ach, das ist also wirklich diese Detonatoren. Mausdroide, Mausdroide. Okay, hier sind jetzt viele Möglichkeiten. Boah, ich bin überfordert. Erstmal in die Leben holen. Ja, gehen wir erstmal hier hoch. Hier ist nichts. Okay, gut zu wissen. Kann ich hier. Okay. Oh nein! Ich hab sie zu. Over. Ich hasse die Dinger.
das? Kann ich das drücken? Ah, Missionsziel abgeschlossen. Okay. Erfolg freigeschaltet. Space Spycraft. Place a tracking device on the smuggler's ship. Ist jetzt Missions zu Ende oder? Ja, okay. Cutscene. Okay, cool. Ah, finde ich gut, dass wir das nochmal selber gelöst haben. Aber, also, ich werde nicht schlafen können, weil ich immer noch nicht weiß, wofür der gelbe und der blaue Schlüssel ist. Ne? Sage ich euch, wie es ist. Aber egal, haben wir jetzt ein bisschen, ja, uns im Kreis gedreht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. In der nächsten Folge geht's dann Mission 8 in die vollautomatische Fabrik nach Antiva. Eisstation Beta, das klingt so falsch. Aber da geht's auf jeden Fall nächste Folge weiter. Da ist unser Schmugglerschiff natürlich verfolgt worden, wo wir gerade den Peilsender hingemacht haben. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mögt ihr macht mit euch sein. Haut rein und ciao, Leute.